Wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, verehrte Damen und Herren. Ich begrüße euch zu einem neuen Projekt, nämlich spielen wir Cave Story. Oh yeah, und wir zocken nicht nur normal Cave Story, wir zocken Cave Story Plus, Leute. Das ist der krasse Shit. Seht ihr hier an der Curly Story. Das ist einfach die normale Hauptstory, nur halt mit einem anderen Charakter, den wir später noch kennenlernen werden. Aber ich würde sagen, wir machen die normale Story. Und ja, Cave Story ist eins der besten Indie-Spieler überhaupt auf der Minecraft-Welt. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Cave Story ist der geile Shit. Ja, ja. Damals habe ich halt mal Cave Story gespielt irgendwann. Hab's auch durchbekommen. Ah, das originale Cave Story und ich fand's so cool. Ja, keine Ahnung, da habe ich halt das andere Cave Story gesehen mit dem Challenge-Mode, eine Curly Story und noch ein paar Extras und so. Und ich dachte mir, Alter, das gönne ich mir. Und ja, hier bin ich dann jetzt. Ach ja. Leute, ich würde sagen, ich laber nicht viel drum herum. Wir fangen einfach an mit dem Story Mode. Hier ist mein Durchspielstand, aber das ist nicht so wichtig, Leute. Das war jetzt euch möglicherweise ein bisschen. Und natürlich spielen wir auf Original, ja? Was los? Auf Hard habe ich noch ein bisschen Angst. Weil ich das Spiel super lange schon gespielt habe. Und Easy ist slow, Leute. Easy habe ich nicht mal angefasst, niemals. Okay, Original, go. Eine Transmission, also eine Übertragung. Das Spiel ist übrigens auf Englisch. Also, wenn ihr was dagegen habt, dann tschüss. Verbindung zum Network. Eingeloggt. Starte den IM-Chat. So? Bist du da? Ich bin's, Kazuma. Kazuma! Ich hab's irgendwie hinbekommen abzuhauen, aber ich hab mich verlaufen. Ich bin in einer Hütte, ohne irgendetwas drin. Wenn du das hier liest, antworte bitte. Bitte? Ja, Leute, das fängt einfach an. Ihr habt keine Ahnung, was abgeht? Gut, ich auch nicht. Ich hab gar keinen Plan. Die Party war, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Ach, Leute, Cave Story ist so cool. Nun, wir sind ja halt klein, dieser Dude hier. Wir können halt noch gar nichts machen, weil wir gar keine Waffe haben. Ihr seht oben links Level 0, 3 HP, das ist gar nichts. Oh ja, ich würde sagen, wir kriegen erstmal einen Hit, finde ich gut. Und diese Kapseln geben uns immer maximal HP ab. Das sind Live-Kapseln, die sind sehr süß und sehr wichtig im Leben. Ja, Leute? I'm Juggernaut, yes. Errungenschaftsfortschritt, toll, ich hätte das vielleicht ausschalten sollen. Habe ich noch meine alten Errungenschaften? Ich glaube schon. Also wird das, glaube ich, nicht so oft kommen. Passt schon, Leute, ist okay. Gehen wir mal in diese Höhle hier, weil rechts kamen wir nicht weiter. Hm? Okay, der Typ scheint zu pennen. Gehen wir jetzt mal die Tür. Leute, darf ich euch unseren besten Freund vorstellen? Motherfucking Polarstar. Irgendwo eine Übertragung. Suche nach Sue. Eine Sue gefunden. Sue! Antworte mir! Mann, sie suchen nach dir. Bist du am Schlafen oder was? Dein Bruder ist so einsam. Okay. Die Sue ist scheinbar seine Schwester, also. Und ja, Leute, wir haben den freaking Polarstar. Unsere kleine Kacknarre am Anfang, aber die ist super, Leute, ihr werdet sehen. Denn das Coole an den Waffen ist, die könnte ich ja aufleveln. Ihr seht, der hat so einen Triforce fallen gelassen, das sammeln wir auf. Da hat sich bei unserer EP jetzt ein bisschen dieses Gelbe gebildet. Dann haben wir noch einen Triforce, dann bekommen wir immer mehr EP. Diese Triforce ist halt MP. Und naja, Leute, und MP ist halt sehr wichtig in der Minecraft-Welt. Herzen ist klar, das ist einfach nur Heilung. Wir sind hier nicht bei Castlevania, wo das einfach Munition ist für krasse Waffen der Krassheit. Gehen mal weiter. Ein bisschen Angst vor dem Typen, weil der ist krass. Und ja, wir können halt gerade schießen oder nach oben schießen. Wenn wir springen, können wir auch nach unten schießen. Also, wir haben richtig viel Spielraum mit dem Zeug. Es ist etwas seltsam, so zu spielen, weil ich spiele das normalerweise im Fullscreen, das Spiel, und jetzt spiele ich das auf so einem richtig kleinen Bildschirm. Ja. Ah, egal, ich komme schon klar. Ranken wir erstmal diese Faggots. Und Leute, hier ist die erste ekelhafte Falle. Das Spiel ist voll von Fallen und abgefuckten Gegnern und so. Seht ihr das Auge? Wenn wir jetzt da das Ding anfassen, dann wreckt das uns richtig kaputt. Und ihr seht, wir haben jetzt Level 2 bekommen. Das heißt, unser Schuss hat sich noch verbessert. Und ja, es geht halt bis Level 3 auf jede Waffe. Ja, und ich wreck den Kampf einfach mal. Und wenn eine Waffe Level 3 erreicht, hat sie halt Maximum Level. Come on, komm schon zu. Schreib irgendwas, okay? Ich verhungere hier. Ich bin so hungrig, dass
Ich hab sogar einen Käfer gegessen. Lol, war nur Spaß. Aber, nur damit du es weißt, wenn ich bis dahin, wenn ich zu diesem Punkt komme, dann werde ich es tun. Gib mir den Schlüssel. Niemals! Versuchst du, dieses Zoom-Mädchen zu beschützen? Sie ist eine Außenstehende. So ist eine gute Person. Ich werde sie nicht verraten. Toroko. Das nächste Mal, wenn der Doktor wiederkommt, wird noch jemand mitgenommen. Wenn es so... Was? Wenn Sue nicht auftaucht, könntest du in Gefahr sein. Aber... Gib mir einfach den Schlüssel. Gedöff. Autsch. Wir sind weit gefallen, glaube ich. Naja, noch 6 HP. Mal sehen, ob es dem Dude gut geht. Was? Du bist kein Gegner? Ich dachte, du wärst einer von ihnen. Mein Name ist King. Ich bin die Nummer 1 in diesem Dorf. Nun, obwohl ich sagen muss, dass Nummer 1 zu sein nicht wirklich viel bedeutet. Nur noch 6 von uns sind hier übrig, im Dorf. Nun wirklich, mit Sue sind es 7, aber sie ist keine von uns. Sie ist einfach nur ein Außenstehender, der in das Dorf gekommen ist. Ja, irgendwo ist sie dann ja doch eine von euch, ne? Weil sie ist halt in das fucking Dorf gekommen, hier zu existieren, okay? Und ist sie Teil von diesem Dorf, oder nicht? Naja, Leute, was auch immer. Dun, dun. Kommen wir jetzt einfach mal ein bisschen um. Sweeter Boy. Sue? Ja, Sue. Ihr süße Mädchen, das immer sich in ein hartes Haus versteckt. Sie ist erst vor kurzem zum Mimiga-Dorf gegangen. She fell into the reservoir. Sie ist in dieses Reservoir hier gefallen. Ich denke nicht, dass sie wirklich zu uns gehört. Es schien so, als würde sie jeden in diesem Dorf hassen. Aber sie ist ein Mimiga. So wie der Rest von uns. Okay, sie ist also auch so ein Hasen-Mensch-Mimiga. Yeah. Ich sehe hier was glitzern, das gönne ich mir. Oh, irgendwas glitzert hier. Ein Silver Locket. Okay, das ist so ein Anhänger oder so. Ja, ich kenne das Spiel ziemlich auswendig, Leute, weil ich habe es mehrmals durchgespielt. Und ja, werde ich halt auf den richtigen Weg gehen, obwohl halt vielleicht zeige ich euch, wie man zu den Schlussfolgerungen kommt, was man machen muss. Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Hier gibt es keine Schlussfolgerung. Hier müsst ihr einfach nur ein bisschen random durchlatschen, dann findet ihr das schon. Ach Leute, Cave Story ist super. Gib mir diesen Schlüssel. Nein! Wrecked. Dun, dun, dun. Lebst du noch? Na, Toroko! Verstehst du? Versteh mich doch endlich. Ja, also nämlich, warum ich Cave Story überhaupt spiele. Vor einer Weile hat mich so ein Dude abonniert, der heißt Fulltime Games. Und der hat halt diesen Charakter, den wir jetzt haben. Ich sag jetzt seinen Namen noch nicht. Den halt er als Profilbild. Und ich so, ja, das ist ziemlich cool. Aber ich habe ihn schon davor richtig oft gesehen, also extrem oft. Nicht in meinen Videos, aber so unter anderen Kommentaren und so. Ist schon krass. Da habe ich noch im Let's Player Forum gesehen und ich dachte mir, okay, Alter, ich muss jetzt unbedingt Cave Story spielen. Cave Story ist super, Leute. Ich hatte sowieso feiert, das zu Let's Playen, aber kaum, dass ich das gerade jetzt mache, ist, glaube ich, sein Avatar. Der hat mich einfach zu Cave Story verführt. Oh, ich öffne die Truhe. Ja, jetzt haben wir ein Map-System. Das werde ich niemals benutzen, außer einmal, um es euch zu zeigen. Irgendwas ist draufgeschrieben. Solange du immer den Sinn der Erkundung hast, wirst du immer einen Weg rausfinden. Das ist meine Hoffnung. Okay, jetzt können wir Select drücken und jetzt haben wir so eine krasse Map, aber die werde ich nie wieder benutzen, Leute. Weil man braucht echt die Map nicht. Ich habe mal das Spiel durchgespielt und habe die Map vergessen. Man kommt auch ohne gut klar. Was geht ab, Boy? Nö. Oh, du hast mich erschreckt. So? Oh, meint das Mädchen, das die ganze Zeit in Arthurs Hut ist, richtig? Sie lebt zusammen mit Toroko. Das Mädchen ist wirklich süß. Sie muss, nach diesen fliegenden Drachen suchen. Frag mich, ob es wirklich ein Ding ist. Drachen, das in den Himmel fliegen, Alter. Krass, ey. Ja, gehen wir einfach mal in dieser Hut hier. Dort Rattel! Wow, 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 wow! Chill dein Ess!
Hallo? Ah, oh, hilf mir, hilf mir! Hä? Du bist nicht einer von den Doktortypen? Ah, oh, sorry, dass ich, so sorry darüber. Der Doktor ist eine teuflische und böse Person. Er kommt ins Dorf und kidnappt Mimigas. Er hat sogar einmal jemanden getötet. Der Doktor, er tötete meinen älteren Bruder. Ja. Dieses Medaillon. Du hast es für mich aufgesammelt? Ja, eigentlich. Su hat es mir gegeben. Ah, ich will es nicht mehr. King regt sich auf, wenn ich und Su klarkomme. Bitte behalte es. Hm? Oh yeah! Ich hab dich gefunden. Es ist aussichtslos, sich von mir zu verstecken. Ich hab die Nase eines cleveren Harrier. Das ist eine Hunderasse. In der Tat. Ja, und er hat nicht nur die Nase, er hat auch das Gehirn von einem Hund. Misery! Ich hab sie zuerst gefunden. Jetzt weiß das mit dem Doktor. Du musst zu sein, das ist gut. Der großartige Doktor hat dich hier zu uns beschworen. Komm mit mir. Hä? Aber ich bin nicht so. Wrecked. Balrog, der Rest gehört dir. Ich bin die falsche Person. Ich hab's dir doch gesagt. Nicht das schon wieder. Ich muss immer aufräumen. Und ich bin der sie vor Misery gefunden hat. Also was geht ab? Willst du dich bekämpfen mit dem kleinen Scheiß Bohnenschießer? Ja, Mann, ich wreck dich kaputt mit dem Bohnenschießer. Verstanden? Bohnenschießer, ich geb dir den Jungen. Das Ding schießt zwei Bohnen auf einmal, das ist krass. Oh Gott, fick dich, Balrog. Leute, Balrog ist vielleicht der geilste Charakter im ganzen Spiel. Wrecked? Daran erinnere ich mich. Boah, du hast mich nicht einmal getroffen, wie kann man eigentlich so schlecht sein? Dun. EP! Yes! Er hat Triforces! Cool! Dun, 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 dun. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen in der Hood um. Dun, 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 dun. Oder wir sagen mal den anderen Mimigas, dass freaking Su gerade gekidnappt wurde. Nicht Su, sondern Toroko. Jetzt verwechsel ich die auch schon. Dun, 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 dun. Yo, Boy. Was hast du gesagt? Toroko wurde gekidnappt? Das ist furchtbar. Wir müssen den King darüber informieren. Ja, geh mal King informieren, Boy. Dun, dun. Wir sind jetzt erstmal am Friedhof. Friedhof der Mimiga scheinbar. Hier sind irgendwelche Pilze, die wollen wir mal leben. Und dieser Dude, der blockt alle Frontalangriffe ab. Richtiger Banger. Aber keine Ahnung, wir rennen ihn halt einfach so. Ist gar kein Problem. Kriegen wir noch ein paar Triforce, ist alles cool, Leute. Oh, das ist richtig fresh. Ach ja, Cave Story ist super, das Spiel. Kann man sich immer wieder gönnen, Leute, echt. Das Spiel ist auch nicht sonderlich lang, das Projekt wird also nicht so lang. Ihr könntet, glaube ich, mit 20 Parts rechnen höchstens. Hier liegt der wahre Held der Mimigas, Arthur. Oh, und da ist auch Arthurs Schlüssel, geil. Ich hab fast, als hätte ich das gewusst. Oh ja, irgendwas steht da drauf, okay. Ja, Leute. Fuck, ich hab voll den Faden verloren. Keine Ahnung. Naja, was soll's. Ich glaube, Arthurs Schlüssel ist für seine Hut. Also, glaube ich. Ist ja nicht, dass ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt habe oder so. Ja, gehen wir mal rein. Arthurs Schlüssel benutzt. Kann man nochmal speichern. Leute, immer speichern im Spiel. Wenn ihr einen Speicherpunkt seht, nutzt ihn einfach. Das dauert nicht lange, das ist geil. Hey, ist Teleporter. Aber kein Ort zum Teleportieren. Text ist auf den Bildschirm. Aber nur damit es weiß, wenn ich zu dem Punkt komme, dann werde ich es tun. Teleportation zum Eckkorridor erlauben? Ja, okay. Dann kannst du dich zum Eckkorridor teleportieren. Geil. Dann teleportieren wir zwar zum freaking Eckkorridor, yeah. Korridor vor allem, ja. Korridor, ja. Bam, 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 bam. Yo, Boy. Pass auf das kleine weiße Ding, das sich unten von links nach rechts bewegt. Wenn es dich berührt, ist es tödlich. Shit. Aber ich sehe da HP für uns. Oh Leute, ich würde sagen, wir gönnen uns das HP. Oh fuck, aber noch nicht. Das
Multiverse Madness? Okay, jetzt. Na 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 na. Okay, ich wurde richtig korrekt, geil. Jugo trägt und Tore 3, yes. Ja, es ist immer Insta-Death, Leute. Spoiler, ihr könnt nicht 100 HP haben. Na 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 na. Achso, ich muss das nochmal machen. Ja, Leute, stell dich schon mal drauf ein, dass ich oft sterben werde, oft. Ich mag das Spiel, ich habe es oft durchgespielt, weil es mir Spaß macht, aber ich bin echt kein Pro. Gott, ich habe nicht mal den optionalen Dungeon mal geschafft. Das ist super schwer, Leute. Vielleicht zeige ich ihn euch in Let's Play, aber ich weiß nicht, ob ich den mache. Dun, 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 dun. Wieso? Kommst du nur so vor, dass das weiße Ding jetzt weitergegangen als sonst? Okay. Oh, Juggernaut. Dun, dun. Ja, danke für die Meldung. Tschüss. Wrecked, du Noob. Gib mir die Triforces. Oh Leute, gleich ist unsere Waffe Level 3. Freut ihr euch schon? Ich freue mich. Weil Level 3 Polarstar ist ziemlich cool. Ja, noch ein bisschen. Erstmal rennen wir diese Kamps. Dun, 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 dun. Leute, jetzt der Level 3 Polarstar ist richtig geil. Der wreckt einfach alles, Leute. Du, 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 du. Statt 2 Schaden oder wie viel das war, Schuss einfach 4. Ah, ja, ist richtig MLG, Leute. Ah, Leute, ist die Musik nicht catchy. Ah, ich liebe Cave Story. Oh, da ist ja ein Mimiga. Da bist du also, du Monster. Du machst mir keine Angst. Was? Willst du etwas davon? Tu dein Bestes. Selbst mein großer Bruder hat mich niemals besiegt. Autsch. Du hast gewonnen. Sorry, es tut mir leid. Oh wow, das war ein krasser Kampf, Leute. Oh, hä? Wer bist du? Wrecked. Nö. Und wir gucken einfach zu und genießen die Show. Oh yeah. Oh, Live-Kapsel. Geh mal hier rein. Jo, was bist du denn für ein Dude? Gedurf, mach deine Augen auf, wenn wir so hingehen. Hey. Das ist ziemlich ungewöhnlich für einen Soldaten vor der Oberfläche, oder nicht? Wo ist dein blonder Kollege? Was? Du hast deine Erinnerung verloren? Yo. Soldat von der Oberfläche? What Squad? Ich glaube, der war einfach verrückt und alt und kacke. Ich will auf jeden Fall an dieses HP-Abkommen. Ah, schon richtig sexy, Leute. Kann man machen. Ja, ich spreche gerne 8-mal. Kann man machen. Richtig sexy. Oh Gott, ich werde so oft mitsingen. Nein! Ah! Ich bin echt kein MLG-Pro, was das angeht. Ah, Leute, der Soundtrack des Spiels ist so wundervoll. Das ganze Spiel ist einfach wunderschön. Liebesvoll. Ja, geht doch. Erstmal ein fettes Live-Kapsel mitgetaggt. Ja! Alter, diese Errungenschaft-Fortschritt, ne? Fucking Steam. Dabei spiele ich sogar im Offline-Modus. Bück dich! Oh Gott! Damit war das dämlich und scheiße. Ja, also ich werde jetzt nicht sofort tun, was ich tun will. Ich will euch zeigen, wie man darauf kommt, was man tun muss. wenn ihr mir folgen könnt. Oh Gott, ich sing schon wieder. Nein, hör auf! Ja, Leute. Ja, dieses Spiel gibt's eigentlich viel zu viel zu sagen. Ja. Aber nur, ich könnte euch nur viel darüber erzählen, wenn ich euch jetzt spoilern würde und das wäre scheiße. Das würde ich natürlich nicht, ja. Muss ich wieder Dingens, EP hochtanken? Na egal, fuck this shit. Ja, Leute, hier ist der Shit Real. Da ist eine Notiz. I can't really get any... Ich kann nicht wirklich näher an dem Observatoriumraum gehen, wegen dem Schild. Das sollte irgendwann ein Terminal sein, um das Schild irgendwie wegzumachen. Okay. Ja, Leute, wir können uns all diese Scheiße angucken. Das Ei ist normal, das Ei ist auch normal. Und ja, ich will natürlich an die Truhe. Aber wir gucken uns das mal um. Oh, was geht hier ab? Ei Nummer 6. Das Ei-Basis ist abnormal. Bitte untersuchen. Okay. Gucken wir uns das mal an.
Eck Nummer 1. Fehler. Eck. Das Ei ist abnormal. Ja, sollten wir uns merken, Leute. Er ist doch voll abgekackt, meine Stimme. Das sollten wir uns merken, Leute. Ich bin Cartman. Oh fuck, das wollte ich gar nicht. Nach oben, Boy, nach oben. Ja, hier scheinen alle Eier normal zu sein. Geil, Leute, jetzt haben wir den Raketenwerfer mitgenommen. Richtig sexy. Das ist eine mächtige Waffe, aber hat limitierte Munition. Ja, Leute, wir haben damit nur fucking 10 Schuss. Und maximal auch nur 10 Schuss. Aber ja, es passt schon. Der Raketenwerfer ist ziemlich cool und stark. Ich glaube, den werde ich jetzt auch leveln. Verzeihung, Nase ist erstmal gestorben, geil. Was soll ich auch sonst leveln, wenn alle meine andere Scheiße maximal Level hat? Richtig, ich glaube, das werde ich jetzt leveln, ja. Ich verpiss mich erstmal zurück, weil ich habe halt etwas absichtlich nicht mitgenommen. Level up! Yes! Keine Sorge, Leute, ihr werdet den Raketenwerfer auch Level 1 irgendwann schon mal leben. Das verspreche ich euch. David, dafür stehe ich mit beiden Armen. Ihr seht unten bei I6, das wir untersuchen sollten, ist so ein Spalt offen. Das ist so ein Raum. Da wollen wir natürlich hin, ne? Wow, das war so dumm. Und da wollen wir natürlich hin. Bam, tot. Ich war halt knapp reingehen, Mann. Warte mal, habe ich den Rocket Launcher mitgenommen? Ja. Dun. Aber ich kann euch jetzt eigentlich Dinge zeigen. Ja, ist einfach nur so eine Rakete, richtig lame. Nichts Besonderes, Leute, nichts Besonderes in der Welt. Das ist wieder Kraft. Es gibt halt Triforces in verschiedenen Größen. Es gibt nicht nur die kleinen, es gibt auch die krassen. Und ja, die geben halt unterschiedlich viel Shit, ne? Also unterschiedlich viel EP. Kurz mal das Deck da, ja? Wir können da reingehen, geil. Als hätte ich's gewusst. Yes, ID-Card, Type. Wofür die ist? Ja, irgendwo ist noch ein Schild. Das müssen wir runter machen, oder? War dadurch was? Oh mein Gott, das war so knapp, ne? Ich glaube, ich heule gleich. Dun. Wreck dir, Scumps. Wreck dich. Dun. Und ja, Leute, Level 2 Raketenwerfer sieht fast genauso aus wie Level 1 Raketenwerfer. Nur, dass es halt mehr Schaden macht in der Welt. Das ist Minecraft das. In der Welt des Minecraft hast, ist nur der Schaden wichtig. In Minecraft. Oh mein Gott. Ja, es hat so einen explosiven Schaden. Das heißt, wenn es dich ganz trifft, wreckt es dich kaputt. Also nicht so, nur so streift, so, dann gibt es halt noch den Explosivschaden, ne? Und zu 2 können wir auch noch hingehen. Machen wir das mal eben. Aber bei 2 ist nichts. Aber wir können von 2 aus nach 1 gehen in der Welt. Und in 1 gibt es einen PC, selbstverständlich, und eine Rakete. Da packen wir die ID-Card rein und das Schild ist weg. Ja, Leute, darauf kommt man nur, indem man MLG Pro ist. Ja. Da, wo diese Faces sind, für mich sind das voll die Faces so, oben und unten, hier die, da wäre dann das Schild. Professor, sehr wichtige Eier, sehr wichtig. Ich werde nicht irgendwen da hinlassen. Okay, kann man auch lassen, mein Boy. Wrecked, du Scamp. Ich hab Raketenwerfer, Bitch. Oh Gott. Der macht Hyperstrahl oder so. Fick dich. Ein Mist hier weniger, Leute. Hä? So von meinem normaler Mimika. What's good? Ego gerackt. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Es will sich nicht öffnen. Yo. Autsch. Wer ist da? Ich habe noch nicht verloren. Ich werde das jetzt ernst nehmen. Ich wurde bewusstlos von diesem Monster geschlagen. Hast du mich gerettet? Ja. Das ist nicht dein Business, das geht dich nicht an. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich hasse diese Insel und alles, was darauf lebt. Oh, das muss es sein. Ein Nummer 0. Wir können nicht von der Insel weg, ohne dieses Ei. Das,
Ei ist, der Zustand des Eis ist normal. Super. Ein Passwort, ha? Sieht so aus, als bräuchte ich ein Passwort, um das hier aufzuhätschen, also um es schlüpfen zu lassen. Meh. Wenn mein großer Bruder hier wäre, er würde das bestimmt irgendwie hinkriegen. Hier ist nichts zu tun. Ich denke, ich bin hier raus. Oh, Entschuldigung, Leute. Bist du von dieser Insel? Du scheinst nämlich nicht so, als wärst du von der Insel. Die Buchstaben auf deiner Mütze sind nicht von hier. Sorry, Leute. Vielleicht bist du verloren gegangen? Na gut, ich lass dich mit mir kommen. Wir können zusammen von dieser Insel abhauen, wenn du willst. Aber dafür musst du mir helfen. Okay. Griff? Eine kalte Brise weht hier hinein. Okay, fuck this shit, dann. Ah, dann gehen wir mal zurück, ja. Aber zuerst heilen wir uns und speichern. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, und wenn wir an diese Dinger gehen, dann füllen sich auch unsere Raketen wieder auf. Das ist schon richtig süß. Also, wir werden geheilt und unsere Raketen werden voll gestockt. Das ist natürlich sehr praktisch und sexy. Muss ich euch ja nicht sagen. Dun, 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 dun. Rectus Gump. Und Leute, die Bosse sind natürlich noch gar nichts. Ja, die sind noch gar nichts. Später werden die Bosse etwas krass. Vor allem vor einem Boss habe ich schon ein bisschen Schiss. Ich sag nur krasse Wasser-Action für die Kanäle des Spiels. Ah, goddammit. Ja, Leute, zieht euch mal rein, wie das aussieht, wenn das Ding Level 3 ist. Schießt einfach 3 Raketen. Mit einer. Also, es verbraucht eine und schießt 3. Ja, das ist sehr stark, Leute. Und die Raketen sind alle so stark wie eine aus Level 2, glaube ich. Ah, ich bin mir nicht sicher. Wrecked. Ach, Leute. Es ist so schön, dieses wundervolle Spiel wieder zu spielen. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich es gespielt habe, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und ja. Oh ne. Okay, alles klar. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich kann auf den Dingern fliegen, stimmt ja. Oh Gott. Wieso bin ich denn so scheiße auf einmal? Rack, Tierloops, ich brauche EP. Auch wenn es so ein bisschen ist. Okay, nice. Fuck. Okay, nice. Okay, ich habe noch 3 HP. Ich sollte mal hier reingehen und speichern. Aber es wäre schon sexy. Wow, das war richtig schlecht von mir. Aber hey, wir sind irgendwie durchgekommen. Da ist noch so ein Scump. Wrecked. Fickt euch! Ja, okay. Das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, die jetzt mit dem Raketenwerfer abzuknallen. Ah, naja, Leute, naja. Kann man das trotzdem mal machen. Sprengen! Okay, passt schon. Oh nein, oh Gott, oh nein, oh Gott! Okay, alles klar. Ja, Leute, ich werde richtig hart ausrasten. In diese Let's Play. Da bin ich mir sicher. Ah ja, es ist auch schön, weil ich habe die ganze Zeit halt RPGs gespielt auf dem Kanal und jetzt so Cosmega Man X2 und Cave Story und das ist natürlich richtig geil, Leute. Verbindung zum Network. Eingeloggt. Starte den IM-Chat. Kazuma! Bist du da? Bist du okay? Bist du es wirklich du, Su? Ha, richtiger Gangster-Rapper. Bist du es wirklich du, Su? Okay. Ja, ich bin's. Su Sakamoto, deine Schwester. So, konntest du entkommen? Wo bist du jetzt? Ich habe Dracheneier gefunden. Ist Mom mit dir? Ist Mom bei dir? Die Tür ist verschlossen und ich kann sie nicht aufkriegen. Ich bin immer noch in dieser hüttenähnlichen Raum. Übrigens, der Code, den du für den Teleporter brauchst, ist Bushlands. Versuch danach zu suchen. Und nein, Mom ist nicht bei mir. Ich fürchte, sie ist immer noch bei dem Doktor.
Ist einer von diesen Dracheneiern bereit zu schlüpfen? Ja, ich habe einen gefunden, das fast fertig ist, fast geschlüpft ist. Aber es ist verschlossen mit einem Passwort. Können wir nicht irgendetwas tun darüber? Informationen von Kazuma erhalten. Komplett. Bushin Struggle D. Currently searching for functional. Also sucht nach funktionierenden Teleportern. Bereitet die Verbindung mit Bushlands vor. Wie auch immer, ich bin auf dem Weg und helfe dir. Wart einfach genau dort. Roger. Und kannst du mir einen Gefallen tun? Bring etwas Essen mit. Sue hat disconnected. Ist der Junge eigentlich fertig? Ja. Willkommen zurück. Ich hab gewartet. Und nur, und was jetzt? Ich bin beschäftigt. Toruko wurde vom Doktor genommen. Was? Und wir halten dich für verantwortlich dafür. Lass mich in Ruhe. Ja, Leute, was da abgeht, das ist eine krasse Rape. Okay, sorry. Was für eine krasse Action da abgeht, das erfahrt ihr im nächsten Part von Cave Story. Ich hoffe, da hat es Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann, ciao.